Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zu, meine Damen und Herren, natürlich, dem Valentinstag-Special hier, Dings 2017, Alter. Weil wir Kätzchen-Mario sind und deswegen natürlich uns allen einen frohen Valentinstag wünschen, weil wir unbedingt mehr Kommerz brauchen. Und deswegen als Peach-Katzentyp quasi durch die Herzen dieser Welt schreiten dürfen. Wo genau muss ich hin? Umeluf. Weiter kann ich nicht. Aber das ist wahrscheinlich auch besser so. Wenn ich jetzt schätzen müsste. Ist das, gibt es hier Auswege? Kann ich irgendwas tun? Fliegende Herzen. Also die haben wir auf jeden Fall schon mal gefunden. Das ist dann quasi auch eine Priorität, muss natürlich genau dann ankommen. Die ist eine Priorität, die es zu setzen gilt. Und deswegen können wir jetzt nämlich hier lang. Und dann fliegende Babams haben. Das Ding kommt mir jetzt nicht nach, ne? Wie ich bereits sagte, bombastischer Valentinstag auch. Aber das Ding ist wirklich so rum. Wir führen das Ding aber rum, während wir offensichtlich jetzt übrigens ein Pinker Yoshi sind, weil wir müssen ja auch manchmal für Abwechslung sorgen. Wenn das Ding jetzt gerade da durchfliegt, wäre keine Flamme an ist, ne? Na, Gott sei Dank. Das wäre dann jetzt noch, weißt du, das wäre jetzt quasi wieder mein Ziel gewesen. Also. Danke. Das ist aber schwierig zu begreifen, was hier gerade so passiert für mich. Aber ich meine, auf der anderen Seite, was ist nicht schwierig zu begreifen für mich, das dann wieder. Da kann er durchlaufen. Der läuft einfach durch Geister durch. Zumindest schon wieder Schildkröte hier. Aber Gott sei Dank haben wir ja. Ich meine, zumindest haben wir vernünftige Schildkröten wieder und dann ist auch alles fantastisch, weil. Ich meine, ist quasi die. Ja, wir schweben auf Wolke 7 und da fallen Sachen runter. Das sieht ein bisschen so aus, als würde der Himmel. Nein! Das sieht nicht so aus, als würde der Himmel brechen. Das hat damit nichts zu tun. Muss ich jetzt einen P-Switch auffangen oder was? Der war ja hier gerade. Moment, der geht mir. Was? Muss ich den P-Switch auffangen oder was? Ja, das ist natürlich toll, weil das müssen wir an Valentinstag nämlich auch so machen. Für die Leute, die nicht wissen, das ist einer der zentralen, historisch gesehen zentralsten Punkte des Valentinstags, dass man, verfickte P-Switches auffängt. Und dann, so. Aber ich würde gerne auch da drauf. Ja, das ist ja toll auch. Können wir bitte mich jetzt hier rauslassen aus diesem Raum? Toll. Lass mich aus diesem Höllenloch verschwinden, das sich Valentinstag nennt. Jetzt muss ich auch noch warten. Es wird immer schlimmer. Was bin ich überhaupt? Eine verfickte Eule oder was? Sie ist bestimmt wieder aus irgendwie Animal Crossing und ich kenne es deswegen nicht. Aber das macht gar nichts dafür Pilze. Danke, mein kleiner Freund. Also so werden wir auf jeden Fall die Weltherrschaft auf kurz oder lang an uns reißen. Sagen wir mal so. Also das kann ich dir auf jeden Fall dann garantieren. Können wir bitte schneller machen? Das wäre fürchterlich entgegenkommen. Das ist alles schon Übung für das Date an Valentinstag. Das ist alles schon Übung für mein Valentinstags-Date, das ich, überraschenderweise nicht haben werde. Was? Achso, ich kann jetzt hier durchlaufen. Ich hab mitgekriegt, was passiert ist. Jetzt kann ich hier durchlaufen. Mehr Herzen, nochmal, um das nochmal klarzustellen, weil das ist natürlich auch so. Und das ist die Zielfahne, die ich natürlich auch gesehen habe. Weil ich bin natürlich ein sehr, sehr aufmerksamer Zuhörer an Valentinstags-Dates. Und das ist dann auch so gehörend sich. Weil da ist ein Luftballon aus einem Herzförmchen. Ganz fantastisch. Der Weltrekord liegt bei 46,5 Sekunden und ich schaffe es nicht in 2 Minuten 47. Nächstes Level. Namentlich braucht man natürlich für sein tolles Valentinstags-Date auch dann quasi, weißt du, Beschäftigung. Deswegen machen wir natürlich jetzt auch ein Valentinstags-Spiel. Also im Grunde genommen ist das jetzt hier quasi der optimale Guide, der Abschluss unseres optimalen Guides zu einem perfekten Valentinstags-Date. So, ne, also das war erstmal, weißt du, erst so die Einführung. Ich geh mal einfach. Das wäre. Shit. Kann ich hier noch was retten? Ich kann hier scheinbar noch was rennen. Ja, das sind bestimmt alles Minispiele und ich renne einfach dran vorbei. Ja, so macht man das an Valentinstag natürlich. Tschüss. Wieso denn nicht? Wieso denn nicht? Habe ich jetzt verloren. Weil ich das jetzt einmal falsch gemacht habe, habe ich das jetzt verloren. Deswegen muss ich jetzt das komplette Level nochmal spielen, weil ich einen Fehler gemacht habe. Und du bist aber ganz schön gemein für ein Valentinstagsspiel. Aber das ist gar nicht. Dieser Tag wird mich doch quasi in mein Verderben dingsten. Ich habe den glücklichen... Moment, da hätte ich wahrscheinlich auch schon runterspringen sollen. Können wir bitte aufhören, alles, was ich mache, falsch zu machen? Also, dass ich den glücklichen Vorteil habe... hier wird mir erklärt, was ich zu tun habe. Ich habe verstanden, aber das Problem ist, das wird doch resettet. So, jetzt. Boom, Alter. Aber was bringt mir das jetzt? Der sorgt jetzt dafür, dass das Ding nicht kaputt geht. Geile Scheiße. Dass nämlich der Valentinstag für mich in der Regel
eine relativ geringe Bedeutung hat, weil zufälligerweise tatsächlich, und damit dürfen wir jetzt natürlich alle gratulieren, meine Mutter am 14. Februar Geburtstag hat. Also, Chapeau. das sind die Sachen, die... Oh, ich werde bestimmt angeschrien dafür. Dafür werde ich bestimmt angeschrien. Oder sagen wir mal so, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich werde angeschrien oder sie freut sich. So wie ich mich kenne und so wie ich dieses Monstrum natürlich kenne, werde ich natürlich tendenziell eher angeschrien. Zurück zu unserem wunderschönen Date. Wir spielen nämlich hier, wir spielen Ball. Also so macht man das nämlich, weil ich habe mir sagen lassen, dass der Frau... Warum kann ich denn jetzt hier nicht wieder zurückgehen? Muss ich jetzt hier einen Hit... Ich muss da jetzt einen Hit mitnehmen. Das heißt, ich darf nur zweimal verkacken. Und Power-Ups kriege ich generell nur, wenn ich nicht verkackt habe. Das ist natürlich sehr sinnvoll. Das heißt, wenn ich das jetzt nicht schaffe auf Anhieb, was ich nicht schaffen werde, dann, ja, überraschenderweise, darf ich das nach dem Checkpoint alles nochmal spielen. Mehr Valentinstag für mehr Helden. Okay, nächster Versuch. Ich habe jetzt zumindest noch einen Hit übrig. Das heißt, egal was passiert, eigentlich hätten wir gewonnen. Klar. Ich habe keine Ahnung, wie ich das... Wir gehen einfach mal von dann. Ich hoffe, dass jetzt hier ein neuer Checkpoint ist oder sowas. Irgendwas, was mich am Leben hält, bitte. Da wirst du dafür sorgt, dass ich das nicht nochmal machen muss. Ach, das ist direkt das Ende des Levels. Also das sind natürlich dann so, weißt du, die Spiele, auf die Frauen natürlich unter anderem stehen und natürlich auch Männer. Es ist natürlich nicht so, als würde man Valentinstag nur für Frauen machen. Ich meine, es muss ja auch andersrum mal sein, oder? Also, man spielt dann lustige Wurfspiele. Und dann ist das alles ganz fantastisch. Und das ist Fun Fact für die Leute, die nicht wissen, so läuft Valentinstag nun mal. Wir werden jetzt leider nicht das Ghostbusters-Theme spielen müssen, denn wir haben andere Pläne. Nächstes Level. Namentlich Daisy's Dreamland, weil Daisy natürlich unser Valentin ist in diesem Jahr, weil natürlich wir nicht Peach nehmen, aufgrund der einfachen Tatsache, dass Peach sich natürlich deutlich immer viel zu sehr aufdrängt, die alte Schandale. Also das läuft so natürlich nicht. Deswegen nehmen wir natürlich dann immer das kleine Mauerblümchen. Das kleine Mauerblümchen Daisy, welche Blume heißt Daisy? Keine Ahnung. Daisy ist der Name für irgendeine Blume im Englischen und deswegen ist das natürlich jetzt auch quasi ganz fantastisch. Und dann passt das. Was genau ist meine verdammte Aufgabe? Was wollt ihr eigentlich schon wieder von mir? Können wir bitte, was denn? Ich muss irgendwie zu dem Powerblock, aber ich weiß nicht wie. Aber das ist auch nicht so schlimm, weil man sollte sich an seinem Valentinstag-Date auch nicht so aufregen. Wie komme ich denn da dran? Ist irgendwo ein P-Switch drin normalerweise, oder was? Wahoo! Wahoo, Alter, okay. Wie auch immer das jetzt schon... Das ist dann auch, wenn man dann, weißt du, diese Chemie hat zwischen sich und seines Herzenspartners quasi, ja? Dann entstehen Wunder. Das ist jetzt quasi die Message, die dahinter steckt. Dann sag mir bitte, dass ich die Flitzekacke nicht noch brauche. Also, weil das ist jetzt auch die Message, man braucht dann keine Flitzekacke. Wenn man einmal, dann, weißt du, den Partner für Leben gefunden hat, dann... Danke. Dann erstens mal entwickelt man eine Kräfte, von denen man nie wusste, dass sie überhaupt existieren. Zweitens braucht man dann keine Flitzekacke mehr. Und drittens entstehen überhaupt Wunder, wie beispielsweise der erste Swamp gerade. Und dann, so läuft das. Was für Messages sind, die wir heute schon wieder haben. So, und da muss man auch mal manchmal eine Blume verschenken und einen Kasten mit dünnem, flüssigen... Aber nein, das nicht. Das gehört nicht dazu. Das ist quasi nicht unsere Aufgabe. Dafür kriegen wir einen Schlüssel zu dem Herzen, wo man dann jetzt hier so drüber springen kann. Und dann kann ich einfach hier irgendwie... Ich würde eigentlich gerne lieber drunter herlaufen, aber stattdessen... Okay, also wir werden dann jetzt mal einfach versuchen, das Ganze hier nochmal in Ruhe zu quasi betrachten. Wie es ja quasi meine Aufgabe ist und auch meine absolute Expertise. Ich kann ja eigentlich immer warten, bis die einfach runterfallen, ne? Sind das jetzt unsere Kinder, die wutentbrannt durch die Wohnung toben? Das passiert dann nämlich auch, weil... quasi das Wunder des Lebens dann entsteht mit den Bienchen und den Thwombingtons und dann läuft das so. Während wir Schlüssel, weil wir haben ja den Schlüssel fürs Herz gefunden jetzt und das ist jetzt quasi dann auch der Plan. Und dann bauen wir irgendwann, scheinbar ist jetzt die Message, eine komplette Stadt aus Kindern, was auch sehr, sehr... Was? Danke. Sehr schön. Das ist dann jetzt quasi... Wo muss ich hin? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Aber ich nehme einfach den Stern hier mit. Ich nehme einfach... Warum sind so viele Sachen versteckt? Das ist natürlich dann auch die Message. Weil in der Liebe manchmal auch Sachen versteckt sind, von denen man manchmal noch gar nicht wusste, dass sie existieren. Und dann... Habe ich
keine verdammte Ahnung, wo ich hin muss. Aber das ist ja manchmal auch so. Manchmal ist das nämlich alles ziemlich verwirrend. Und dann, wo muss ich hin? Dann weiß man das manchmal auch nicht, nachdem man gerade sein Haus gebaut hat. Hier kam ich ja nicht. Ding Dong. Nächster Versuch. In der Hoffnung, dass ich rausfinde, was meine gottverdammte Aufgabe ist. Ich vermute, ich kann nur vermuten, dass es irgendwas mit diesem P-Switch zu tun hat. Ich habe aber keine Ahnung, was. Ist das Power-Up jetzt irgendwo drin und deswegen kriege ich es. So. Danke. Ja, fantastisch. Was ist meine Aufgabe? Ich kann nicht folgen, aber ist egal, ist hier unten noch irgendwas aufgegangen? Hier ist ja nichts auf. Es ändert sich ja nichts. Es geht hier oben noch weiter, oder was? Okay, wir machen das jetzt folgendermaßen, da ich wirklich überhaupt keinen Plan habe, was hier meine Aufgabe sein soll. Ich hätte gedacht, dass hier irgendwo, keine Ahnung, durch den P-Switch irgendwas passiert, wo irgendwelche Wege aufgehen, aber die Münzen, aber die Blöcke hier verwandeln sich alle dann nicht in Münzen, weil es irgendwelche Münzblöcke sind, anstatt normale Blöcke. Und ich habe keinen Plan. Wir interpretieren das jetzt mal einfach so, dass natürlich die Hochzeit, weil das ist ja eindeutig eine Kirche hier, ist natürlich dann nicht das Ende des Lebens. Und deswegen wollen wir das alle tun. Nächstes Level. Wo wir nämlich zeigen, was denn, weißt du, muss ich das eigentlich was zu sagen? Also wenn wir dann unser Valentinstags-Date haben, dann macht man am besten das hier. Und dann, da, weißt du, das ist jetzt Tutorial. Für die Leute, die das schon immer mal haben wollen. Das erinnert mich sehr, sehr stark an das erste Level in Super Mario World, ehrlich gesagt. Beziehungsweise, jetzt werde ich wieder angeschrieben, weil es natürlich nicht das erste Level ist, sondern genau genommen das, keine Ahnung, dritte. Aber das macht gar nichts. Also wir müssen jetzt dann auf jeden Fall unsere Zunge nutzen. Also das, Hi. Um den heißen Atem unserer Geliebten quasi aufzufangen. Und dann, weißt du, so, das ist jetzt Tutorial dafür. Also das, damit wir das jetzt ja auch nochmal. Damit wir das auch mal endlich vom Tisch haben. Weißt du, ich meine, die Leute warten ja auch darauf, dass ich das jetzt mal endlich erkläre, wie das denn eigentlich wirklich funktioniert. Und dafür ist dann unter anderem natürlich auch dieses Video da, weil, ich meine, es ist ja der Bildungsauftrag, ne? Ich meine, das wissen wir ja. Der ist ja allgegenwärtig. Brauche ich den da jetzt irgendwie, den Pilz? Ich glaube nicht, oder? Also wenn ich jetzt raten müsste, tendenziell nicht. Dafür das da. Man muss dann aufpassen, wenn dann, keine Ahnung, wie aus der Nummer jetzt wieder rauskommt. Aber das, ich meine, macht nicht zwingend was. Also wenn Sachen rausfallen, heiße Sachen rausfallen, dann muss man die auch natürlich so... Also es ist dann die Technik des heiligen Kruznusen, der damals diese ganze Scheiße erfunden hat. Und dann, nein... Für die Leute, die es nicht wissen, der Valentinstag ist gar nicht benannt nach einem Valentin, sondern natürlich nach Valentin Crucius von Krutzenhausen. Wo denn der diese Sachen hier alle erfunden hat. Also, es ist, also viele Leute sagen immer, und ich ja vorhin eigentlich auch schon, aber das muss, das macht nichts, dass das ja so eine Erfindung des Kommerz ist, aber das stimmt natürlich eigentlich nicht. Das ist natürlich eigentlich integraler Teil der praktizierenden verdammten Typen von Praktikushausen und da läuft das so. Das sind die Regeln. Da macht man das und jetzt muss ich die Hämmer einfangen. Ja, das muss auch mal. Also wenn der wenn einer von euch beiden dann seinen Hammer rausholt, dann muss man natürlich auch seine aber nein, das ist quasi, also irgendwann werde ich wahrscheinlich für ein Video kann man ich brauche mir wahrscheinlich wirklich so eine Jugendwarnung, Dingsbums aufmachen. Und dann, aber das. Wobei, auf der anderen Seite, wenn ich mir angucke, was teilweise in Disney-Filmen passiert, was nur Erwachsene verstehen, da weißt du, die dürfen das auch, aber ich darf das nicht, oder was? Das muss man jetzt auch mal sagen. Ich bin natürlich auch sowieso auf einem Niveau mindestens mit Disney. Eigentlich eifert Disney, für die Leute, die das nicht wissen, eifert mir eigentlich nach. Star Wars, also diese ganze jetzt kann ich das mal die Eier auch in. dass man die Eier auch in den Mund nehmen kann. Fantastisch. dass man irgendwie. Wie entsteht das eigentlich jedes Mal hier so? Das gibt's doch gar nicht. Also diese ganze Yeti-Geschichte. Nicht Yeti, Jedi. Sehr schöner Versprecher. diese ganze Geschichte, die basiert natürlich eigentlich auf mir. Also. Für die Leute, die dann noch nicht aufgefallen sein sollte. Also es gibt ja auch Leute, die stehen nicht so auf Star Wars. Also wenn euch dann so ein bisschen meine Hintergrundgeschichte. Danke. So ein bisschen. Meine Hintergrundgeschichte interessiert, da kann man die quasi nachgucken. Nein, du bleibst hier. Du bist doch mein Freund. Du bist der einzige Freund, der mir verblieben ist. Ich kann ja eigentlich das Ding hier werfen. Ich muss ja nicht die ganze Zeit darauf warten, dass er mir das da quasi ins Gesicht dingsbumst. Das ist dann jetzt quasi... Arschloch. Das ist quasi dann der Beweis. Weißt du, so kann man dann seine Freundin verteidigen, indem man heiße Sachen spuckt.
Weil wenn jemand irgendwie zufällig die eine Freundin anflirtet, was natürlich dann, das macht man ja nicht. Und dann möchte man natürlich auch mal sagen, so Freund, und das ist jetzt quasi das hier. Das hier ist quasi das, das Bett-Rappel-Tutorial. Das Wort, das ich nicht mal mehr vernünftig aussprechen kann, aber das so laufen. Und ich fand das ganz schön doof. Das ist vor allem lange. Danke, meine Fresse, endlich. Ich hoffe, dass ich jetzt auch wirklich hier hin muss. Also, wenn dieser dumme Hammer-Bro da, ne? Wenn dieser dumme Hammer-Bro mich da trifft, Alter, dann bin ich aber... Also, das geht jetzt mal so gar nicht. Muss ich ja links... Gehe ich davon aus, dass ich ja links muss? Ich weiß, dass hier irgendwo eine Wand war mit den Dingern, genau. Ich gehe dann einfach mal hier lang. In der Hoffnung, dass das auch so richtig ist, weil manchmal weiß man das ja nicht so genau, welche Richtung denn jetzt die richtige ist. Das ist die richtige Richtung. Also, ne, das ist das Tutorial. Die zentralen Sachen des Videos waren, man kann auch die Eier in den Mund nehmen. Ja, das ist eine Vollkatastrophe hier gerade, aber das macht nichts, wir kriegen das schon hin. Ich meine, ich bin mir sehr sicher, dass wir viel gelernt haben heute. Also das sind dann natürlich dann die Sachen, Fun Level, Good Job. In der Tat, nehmen wir so. Und in diesem Sinne natürlich nächstes Level. Namentlich nämlich dann, weißt du, wenn wir dann zu offensiv waren mit unserer Zunge... Okay, im Zweifel sind wir dann wieder in einer verdammten hier Junggesellenwohnung und das ist natürlich dann quasi das, was nicht passieren soll. Also das ist, weißt du, wir wollen natürlich dann auch über die Konsequenzen aufklären. Das ist natürlich ganz klar. Also da muss man dann so ein bisschen aufpassen, wenn man das irgendwie, wie gesagt, also nicht zu offensiv angehen, wenn man da was falsch macht, ist auch ganz, ganz gefährlich, weil da kriegt man nur noch auf die Fresse. Und dann, also aufpassen. Wir wollen ja alle dann nicht, dass wir einfach wie ein Geist in einer Junggesellenwohnung durch die Gegend schwirren. Das ist ja dann nicht unser Ziel. Wir wollen ja quasi, weißt du, wir wollen ja quasi unsere Zukunft aufbauen mit der Dame unserer Wahl. Und da wäre das dann quasi, ich sag mal, ich meine, es ist ja dann quasi, Gott, komme ich hier einfach durch? Ich warte jetzt. Ich werde das jetzt nicht riskieren. Dadurch, dass das Ding so abgelegen war, gehe ich mal davon aus, dass ich diesen Raccoon-Schwanz brauchen werde. Und dann läuft das so. Eis. Und die Dinger. Ich habe schon wieder Vertrauensprobleme, aber ist egal, so sieht halt dann so eine Junggesellenwohnung manchmal aus. Das wollen wir dann nämlich nicht. Weil dann ist alles, dann ist immer Eis auf dem Boden, weil das ist dann glatt, weil hat natürlich wieder keiner gewischt. Weißt du, und das ist natürlich dann nicht so. Also soll zumindest dann nicht so sein. Das ist das abschreckende Beispiel. Weil natürlich Männer sowieso nicht dazu in der Lage sind, Ordnung zu halten. Und so ist das dann so. Die ganze Wohnung ist dann voller Geister und voller Dreck und Eis und alles ist ganz, ganz grausam. Also das läuft so nicht. Aber dafür gibt es Checkpoints. Also es ist auch gut. Also... ich habe Angst. Aber das gehört vermutlich dazu dann auch, dass man die manchmal hat. Ist also auch ein abschreckendes Beispiel. Das war jetzt aber ganz schön doof, aber dafür kriege ich direkt wieder ein Power-Up. Ja, man muss dann aufpassen, da sind nämlich dann manchmal fällt einem dann auch die Decke auf den Kopf. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich wollte gerade sagen, dass ich einen P-Switch für brauche. Irgendwann fällt einem dann, da muss man aufpassen, das ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Wie gesagt, Decke auf den Kopf und ganz, ganz schrecklich. Und dann fühlt man sich einsam und geht dann in eine Röhre durch eine Röhre zum Dachboden und sagt dann, ja... Ihr sind ja nur komische blaue und rote Käfer, weil ihr schon wieder seit Jahren keiner aufgeräumt hat. Also, das ist der Plan. Also, da müssen wir dann auch so ein bisschen aufpassen. Das sind so, weißt du, auch, es gibt ja auch negative Konsequenzen. Das ist wichtig, dass das an Valentinstag nicht, dass die Leute denken, okay, kauf eine Packung Kondome, dann passt das schon. Das wird wieder so eine Sache, aus der ich schwer rauskommen werde. Wobei, ich hab da noch ein Ass im Ärmel. Nächstes Level. Namentlich natürlich erstens für die Leute, die eventuell heute keinen Valentin haben, mit dem sie diesen wunderschönen, nicht kommerziellen Tag verbringen können. Und natürlich auch generell für die Leute, die das sehr wohl haben. Das Wichtigste ist natürlich quasi dann die Freundschaft und die Liebe. Und deswegen machen wir natürlich dann dieses Level noch, weil wir müssen natürlich dann mit unserem Freund Pilz, weißt du, die Welt retten. So, das ist jetzt der Plan. Das ist der Plan. So läuft das. Weißt du, das ist die wichtigste Message eigentlich. Nicht immer nur dieses, weißt du, nicht immer Geld ausgeben. Man kann seinen Leuten, seinen Freunden oder den Leuten, die man liebt, auch Sachen schenken, wenn nicht gerade Valentinstag ist. Ist doch viel schöner eigentlich, oder? Wenn es unerwartet kommt. Dann sagen, pass mal auf. Haben wir was Cooles gesehen in der Stadt für dich oder so? Das kaufe ich dir jetzt. Da freuen die Leute sich doch mindestens genauso drüber. Und wenn nicht sogar noch mehr. Und deswegen, lieber den Fokus auf Freundschaft legen. So, guck, Gott sei Dank habe ich die Kurve noch gekriegt. Danke für dieses Level. So jedenfalls ist der Plan. Der läuft da oben durch sein Blumenbeet, unser toller Freund Pilz. Und dann, wobei die Aussage dahinter jetzt vielleicht schon wieder ist, dass Drogen unsere Freunde sind. Aber das ist, jetzt kann man dann auch wieder, weißt du, man muss nicht immer alles nur negativ sehen. Ich muss früher springen, also jetzt dann zum Beispiel schon mal, aber das war dann quasi zu früh. Also dann quasi, ne, es ist jetzt schon wieder zu spät. Nee, war es nicht. Ja, wusste ich natürlich, weil man muss ja dann auch die Hoffnung aufgeben. Man darf den Kopf nicht in den Sand stecken und dann, ja.
Weißt du, und da muss man sich gegenseitig helfen. Das ist sehr viel wichtiger. So, und dann ist jetzt quasi auch, weißt du, irgendwann ist dann alles wieder gut. Siehst du? Ja, da muss man dann auch sich, selbst wenn man dann in seiner Junggesellenwohnung dann auf einmal gelandet ist, da muss man ja nicht direkt den Kopf in den Sand stecken, sondern man kann ja dann auch sagen, okay, ich habe ja noch, weißt du, ich habe ja noch Leute, auf die ich mich verlassen kann. Mit denen ich dann die Welt bereisen kann als Pilz, während ich durch Blumenfelder laufe und der Typ über Abgründen schwebt und aufpassen muss, dass er nicht stirbt. Aber das gehört halt auch dazu, Freundschaft und so. Das ist eine wichtige Sache. Ich glaube, ohne wäre die Welt... Was? Ich wollte gerade sagen, da muss jetzt irgendwas rauskommen, sonst irgendwas muss hier passieren. Natürlich muss ein Maulwurf... Das ist natürlich schön, dass die... Ich finde es sehr interessant, dass diese Maulwürfe relativ häufig so genutzt werden, weil die... Relativ eigene Eigenschaften haben, quasi. Finde ich eigentlich ziemlich cool, dass die Leute das mittlerweile so... Dass sie so... Also, vielleicht bilde ich mir das ein, weil es häufiger mal Level sind, die ich mag und deswegen ganz gerne spiele. Oh, wir sind zusammengekommen, Mann. Wie cool ist das denn, Mann? Also, wenn man zusammenhält, dann wird man... Das ist die Message. Dann wird man am Ende... Dann bleibt man auch Freunde. Da kann man Händchen halten, durch die Welt gehen und sagen, scheiße auf die ganzen Valentinstypen. Wir reißen den Shit hier schon zusammen ab. Meine Damen und Herren. Also, ich hoffe, wir werden alle einen wunderschönen Valentinstag. Für die Leute, die ihn interessiert, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Feiert mit euren Geliebten und so weiter und so fort. Für die Leute, die nicht interessiert, hoffentlich trotzdem ein kleines bisschen Unterhaltung. Meine Damen und Herren, dafür bitte Like-Wand kaputt kloppen. In den Kommentaren. Ja, Valentinstag, ja oder nein? Vielen lieben Dank, dass du da warst, du doofe Zell. Winkenderweise wie immer. Bis zum nächsten Video. Yeah, liebe Leute. Tschüss.